lebenswert und lebenswürdig. Das ist Neumarkt. Eine Stadt mit eingebauten Überraschungseffekten. Buchstäblich auf Schritt und Tritt. Viel Grün umrahmt Neumarkt. Zur steten Freude seiner 41.000 Einwohner und der zahlreichen Gäste, die immer wieder gerne die lebensfrohe Stadt zwischen Nürnberg und Regensburg besuchen. Neumarkt. Das ist ein kleiner Geheimtipp für alle, die sich gerne mal von völlig unerwarteten Facetten überraschen lassen. Denn diese Stadt mit ihren zahlreichen historischen und kulturellen Highlights ist zu allen Jahreszeiten eine Entdeckung wert. Wie hier auf der Burgruine Wolfstein, dem imposanten Wahrzeichen, 150 Meter über Neumarkts Köpfe hinausragend. Von hier aus hat man den Blick über Neumarkt. Altstadt und neues Denken sind hier kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Schauen Sie doch mal vorbei und genießen Sie dieses einmalige Flair am alten oder neuen Markt. Touristisch sind gleich 20 Sehenswürdigkeiten innerhalb einer Stunde erleb- und erreichbar. Es sind also alle Hauptsehenswürdigkeiten von Neumarkt mit dabei, angefangen vom Rathaus, über die Kirchen, über die Museen. Und somit kann man auf einfache Art und Weise audiovisuell durch Neumarkt vom Pfalzgraf Johann geführt werden. So ausgerüstet begleitet sie der alte Pfalzgraf höchstpersönlich, stimmlich bei ihrem Bummel durch die malerischen Gassen und Äcker der Stadt. Der Welt. Ein wahres Prunkschloss. Darin ehelichte ich auch meine Gattin Katharina. Dank ihrer reichen Mitgift hatten wir es bauen können. Empfehlen können wir Ihnen speziell als Kunstfreund das Museum Lothar Fischer. Neu erbaut und architektonisch sicherlich eines der Kleinodien der europäischen Kunstszene. Das Museum finden Sie gleich gegenüber dem malerischen Schlossweiher gelegen. Und wer für die großen Künste noch ein bisschen zu klein ist, vergnügt und übt sich auf seine Weise. Eine Radeltour plus Fitness am malerisch in die Landschaft eingebetteten Ludwigskanal wäre doch auch was. Oder eine ambitionierte Runde auf dem Neumarkt recht nahegelegenen Golf Dorado. Neumarkt. Eine rundum Wohlfühlstadt. Und immer dieser Hauch der grünen Natur. So wie hier auf dem weitläufigen Gelände der Landesgartenschau, wo der Oberpfälzer Himmel beim traditionellen Sommer im Park-Programm noch immer so sympathisch auf Blumen und Menschen blinzelt wie 1998, als hier die große Blumenschau über die Bühne ging. Überhaupt die Sonne. Sie scheint hier in Neumarkt, laut aktuellem Klimagutachten, so gerne und häufig wie sonst kaum wo. Führend in Sonnenstunden. Wieder eine dieser kleinen Überraschungen. Natürlich zur Freude der Neumarkter und ihrer Gäste aus nah und fern. In diesem Sinne, schauen Sie doch mal vorbei in Neumarkt, dem kleinen, feinen Juwel im Jura.